Wer da? Hallo Opa, ich bin's. Das glaube ich kaum. Wie lautet die Parole? Parole? Keine Ahnung. Was für eine Parole? Wuschelhäschen? Das wird's natürlich sein. Der sieht schon nach Wuschelhäschen aus. Atomarer Erstschlag. Ich habe eine leichte Vermutung. Ich gehe da mal wieder. Komm, Wuschelhäschen. Was? Wuschelhäschen? Das hättest du wohl gerne. Stirb, Made! Es ist wichtig, Opa. Das ist die Parole auch. Wir sind im Krieg, verdammt! Der Krieg duldet keine Nachlässigkeit. Also, Parole? Okay, das hat nicht funktioniert. Wieder erwarten. Was für eine Parole? Parole? Ich weiß nichts von einer Parole. Schlechte Antwort. Bereite dich auf dein Ende vor, Halunke. Es ist wichtig, Opa. Das ist die Parole auch. Wir sind im Krieg, verdammt. Der Krieg duldet keine Nachlässigkeit. Also, Parole? Okay, jetzt aber. Atomarer Erstschlag, Vermutung war richtig, war ja irgendwie auch klar. Atomarer Erstschlag, Sir. Korrekt. Was willst du? Ich habe einen Ring von einem Gremlin bekommen. Er sagte, der sei sehr wichtig. Der Ring soll so schnell wie möglich zum Erzmagier gebracht werden. Ein Ring? Hast du ihn auf Kontamination überprüft? Auf Flüche? Verhexungen? Gift? Aber was frage ich? Natürlich hast du. Niemand würde einen Ring von einem Gremlin annehmen und ihn nicht auf Flüche untersuchen. Gefährliche kleine Monster, diese Gremlins. Man darf sie nicht nach Mitternacht füttern, weißt du? Der Gremlin sagte, dieser Ring könne den Krieg entscheiden. Den Krieg entscheiden? Das wäre ja... Wo ist der Gremlin? Er wurde entführt. Gerade so konnte er mir den Ring noch zustecken. Der Erzmagier soll ihn so schnell wie möglich bekommen. Der Erzmagier? Ja. Er wird wissen, was zu tun ist. Darauf haben wir gewartet. Dafür haben wir trainiert. Dies ist die Stunde, in der aus dicklichen kleinen Jungs echte Männer werden. Die Stunde der Ehre, die Stunde des Ruhms. Unsere Stunde. Aber wieso dicklich? Jeder weiß, was er zu tun hat? Nein. Dann machen wir es so. Ja, Mensch, der Opa weiß anscheinend, was er will. Fand's doch richtig. Aus kleinen, dicklichen Jungs. Ne? Fass dir mal eine eigene Nase. Gut, bevor wir aber weiter mit dem Opa schnacken, der ja so eine leichte... ich will nicht sagen Vernarrung. Er ist leicht vernarrt. So. In dieses ganze Militärgehabe. War wahrscheinlich ewig beim Militär. Okay. Quallenlampe. Das sind Leuchtquallenlampen. Man muss die Quallen nur alle paar Wochen füttern, dann geben sie jahrelang Licht. Die will ich haben. Was ich da an Strom sparen würde. Früher hingen solche Lampen überall im Bau. Jetzt haben wir nur noch die beiden. Schade eigentlich. Schrott. Schrott ist immer gut. Teile von irgendwelchen Maschinen. Wenn es sinnlos ist, kommt es von Papa. Wenn es kaputt ist, von Opa. Und wenn es gefährlich ist, von meiner Schwester Maggie. Das ist eine super Aufteilung. Das ist eine tolle Erfindung von Opa. Ein Schiff, das unter Wasser fahren soll. Untergehen tut es schon. Grundvoraussetzung geschaffen? Der Spind lässt sich nicht öffnen. Er wurde bei der verheerenden Frühjahrsexplosion vor 2 Jahren stark beschädigt. Naja, ich glaube auch nicht, dass da irgendwas Tolles drin ist. Gut, hier war noch Verlängerungsarm. Ein alter Verlängerungsarm. Sehr praktisch, wenn man zu klein ist, um an Gegenstände heranzukommen. Ein weit verbreitetes Problem bei uns Gnomen. Ja, dann nimm ihn mit. Da können wir bestimmt oben den Fisch mit schnappen. Wobei, ich weiß es nicht. Gucken wir mal, Werkzeugkiste. Das ist Papas Ersatzwerkzeugkiste. Sein normales Werkzeug, sein Reisewerkzeug und sein feines Ausgehwerkzeug hat er mitgenommen. Oh, sein feines Ausgehwerkzeug. Den polierten Hammer. Ja, ich vergesse es einfach. Okay, vergessen wir das. Mal sehen, was haben wir hier? Schraubenschlüssel, Zangen, Ogerfett, ein Taurenfuß, ein Fluchmessgerät. Ich nehme einfach die ganze Kiste mit.
Ja, besser ist das. Ganz, ey, wir haben so viel Schrott hier im wahrsten Sinne des Wortes. Mutantenkarotte, ne? Weiß Bescheid. Und ich habe keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Dose, können wir nicht. Abgedeckten Teil der Maschine. Opa mag Geheimniskrämerei. Ich glaube, er hat Angst vor den Spionen der Schattenarmee. Der kloppt ja auch hier mit dem Hammer immer auf dem Vorhang rum. Gut, hier war nichts mehr, hier war nichts mehr, hier war nichts mehr, hier war, was ist denn das? Eine gewaltige Maschine, selbst für Opas Verhältnisse. Er nutzt es wirklich aus, dass Mama und Papa nicht da sind. Gut, hier haben wir einen Schraubstock. Ja, hier haben wir einen Schraubstock. Papas Schraubstock. Viele schmerzhafte Erinnerungen verbinden mich mit ihm. Das glaube ich ungesehen. Alles klar, dann wollen wir mal mit Opa weiter schnacken. Der scheint ja schon genaue Vorstellungen zu haben, wie das Ganze weitergeht. Du, Opa? Nenn mich Colonel! Was genau tun wir jetzt, Colonel? Haben wir doch eben besprochen. Du besorgst die Ausrüstung und ich kümmere mich um das Transportmittel. Ausrüstung wofür? Wofür? Für deine Reise in die Stadt der Menschen natürlich. Du musst aufmerksamer sein, Junge. Ich soll? Ich dachte, jemand anderes. Wer denn? Ich wage zu bezweifeln, dass du hier jemand anderen finden würdest, der dem Tod ins Auge blicken würde. Das ist deine Chance, ein tragischer Held zu werden, Junge. Ein schmerzhafter Verlust für die Allianz. Willst du denn kein Held sein? Ich würde schon gern mal was erleben, aber... Das ist deine Chance. Du wirst ein Held und ich werde allen zeigen, dass ein alter Gnom noch zu etwas Nutze sein kann. Also hier ist der Plan. Du besorgst dir eine gute Ausrüstung. Ich kümmere mich um das Transportmittel. Na gut, ich kann mich ja mal umsehen. Ganz unverbindlich. Okay, da bin ich ja mal gespannt, was wir jetzt alles brauchen. Wahrscheinlich eine Mutantenkarotte, Eiszapfen und einen kaputten Tennisschläger. Wegen meiner Ausrüstung. Ja? Hast du alles beisammen? Ich weiß nicht. Was genau soll ich denn mitnehmen? Lass mal überlegen. Du brauchst einen Helm. Ohne Beine kann man kämpfen, ohne Kopf nicht. Ohne Beine? Außerdem brauchst du eine Karte des Gebiets. Aufklärung ist alles. Wir leben im Informationszeitalter. Helm und Karte also. Verstanden. Und dann natürlich noch einen Fallschirm. Sicher ist sicher. Wozu genau? Ich meine, ein Fallschirm? Na, nur zur Sicherheit. Okay, also Helm. Keine Ahnung, wo wir den herkriegen. Den zimmern wir uns wahrscheinlich aus der Kaffeekanne. Deine Karte brauchen wir noch. Da habe ich schon so eine leichte Vermutung. Und ein Fallschirm. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Der Ring. Glaubst du wirklich, er könnte den Krieg beenden? Ich weiß nicht, ob überhaupt irgendetwas diesen Krieg beenden kann. Der Gremlin meinte, er würde unser aller Schicksal verändern. Vielleicht ist es ein mächtiger Zauberring. Wir sind einfache Soldaten, Junge. Wir kämpfen, wenn man es uns sagt. Über alles andere musst du dir nicht den Kopf zerbrechen. Klingt vernünftig. Genau, einfach alles abnicken, gar nicht selber nachdenken. Ist immer die beste Idee. Kennst du den Erzmagier? Hast du ihn schon einmal getroffen? Getroffen habe ich ihn noch nicht. Immerhin ist er ein großer Anführer und ich bin nur ein einfacher Soldat. Aber ich habe schon viel von ihm gehört. Er ist ein mächtiger Zauberer natürlich. Er ist Berater des Königs. Und er ist unser mächtigster Alchemist und Oberhaupt des Geheimdienstes. Er lebt unten am Meer in Seefels in einem Turm. Aber natürlich ist er als wichtiger Mann ständig auf Reisen. Hoffentlich ist er da. Ich wollte schon immer mal einen echten Magier treffen. Wenn er nicht da ist, musst du auf ihn warten oder ihm hinterherreisen. Du darfst den Ring nur dem Erzmagier persönlich geben, hörst du? Niemanden anderen! Schwöre mir das. Wenn der Ring wirklich wichtig ist, dann soll es nicht an uns liegen, wenn er in falsche Hände gelangt. Na gut, na gut. Ich schwöre, ich werde ihn dem Erzmagier persönlich geben.
Okay, ich schwöre nur dem Erzmagier persönlich. Und ich wette mit euch, oder ich würde fast vermuten, dass der Erzmagier in Wirklichkeit voll die Flasche ist. So, sage ich jetzt einfach mal so. Weil immer, wenn man Leute hochlobt vorher, der kann nie was Gutes herauskommen. Gut, so, wie genau soll ich in die Stadt der Menschen kommen? Wir laufen einfach. Das ist dann das ganze Adventure. Wir bringen den Ring dahin, der macht einmal Schnips und fertig. Alles super. Ich soll mit deiner Maschine in die Stadt der Menschen reisen, oder? Ganz recht, es ist der schnellste Weg. Und der sicherste? Ganz recht, es ist der schnellste Weg. Ich hab Angst. Gut, der Kellermeister will uns nicht helfen. Greift da schon ein bisschen vorweg, wa? Vom Kellermeister können wir keine Unterstützung erwarten. Er glaubt nicht, dass der Ring wichtig ist. Ich hab nichts anderes erwartet von diesem feigen Trunkenbold. Aber Opa, er ist mein Chef. Schöner Chef! Sitzt in seiner Festung und trinkt von morgens bis abends Bier, während seine Kameraden an der Front kämpfen. Ich glaube, er vermisst sie. Ja, vielleicht. Auf jeden Fall sind wir auf uns alleine gestellt, Soldat. Ja, genau. Mitleid zeigt er nicht gerade, der Opa. Ich suche dann mal weiter nach meiner Ausrüstung. Tu das. Ich hab hier noch genug zu tun. Aber denke daran. Schau einer Medusa nie in die Augen und niemanden in der U-Bahn. Klar. Ja klar, wenn wir in der U-Bahn dann nachher in die Stadt der Menschen fahren, werden wir uns das zu Herzen nehmen und niemandem in die Augen schauen. Gut, haben wir denn hier irgendwas Topftechnisches oder so? Nö, natürlich nicht. Gut, ja, dann gehen wir mal nach oben. Und dann wollen wir mal gucken, der fliegt hier mal schön seine Kreise. Kann man den jetzt mit dem... Ja, mach ihn da. Können wir den mit dem Verlängerungsarm vielleicht? Geht das? Mit dem Arm würde ich zwar hoch genug kommen, aber wie sollte ich zugreifen? Das wird so nichts. Okay, Moment mal. Achtet mal auf die Animation von ihm jetzt. Mit dem Arm würde ich zwar hoch genug kommen, aber wie sollte ich zugreifen? Das wird so nichts. Ah, super herrlich. Hupala. Gut, das klappt nicht. Küchenabfälle, Tennisschläger, nö. Wir haben auch sonst nichts mehr. Knöpfchen drücken. Oh, Moment, was ist denn da oben? Geht's? Die Zahnräder gehören zu Papas Wohnraumoptimierungseinheit. Die Maschine belegt insgesamt 3 Zimmer in unserem Bau. Faszinierend, alles klar. Stuhl. Wie ich schon sagte, ein Stuhl. Zum Sitzen. Ja, ist ja gut. So, dann wollen wir mal gucken, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Karte vom Kellermeister klauen müssen. Oder vielleicht gibt er uns die auch so. Damit wir dann hier, weißt du, weil hier ist ja alles, ja, siehst du, nimm die Karte, Landkarte der Region. Kommen wir natürlich so nicht ran, aber wir probieren es vielleicht, klettern wir über den Kellermeister hoch. Ein Versuch ist es wert. Huch! Was? Was ist los? Nichts weiter. Ich habe nur eine Fee verscheucht. Was hier? Um diese Jahreszeit? Die Biester werden auch immer aufdringlicher. Das war knapp. Ich komme nicht an die Karte, solange der Kellermeister darunter schläft. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Vielleicht auch mal mit einem Bierchen von der Nase wedeln. Bärte sind für Zwerge sehr wichtig und die Bewohner erst jung und er wohnt... 12.9. Kind von 12, blablabla. Vielleicht schenkt er uns die ja so. Herr Kellermeister? Hm? Okay. Dann fragen wir uns mal durch. Fallschirm. Sagen Sie mal, einen Fallschirm haben Sie nicht zufällig, oder? Der war gut! Habe ich auch nicht erwartet. Ich auch nicht. Ein Helm. Bestimmt. Sie als Krieger haben doch bestimmt eine Menge Waffen und Rüstungen und Helme und so ein Zeug, oder? Was, ich? Nee, warum? Ich bin Kellermeister, kein Krieger. Aber Sie gehören doch zur Zwergenarmee. Ja klar, aber als Kellermeister brauche ich doch keine Waffen. Nicht mal, wenn ich mit dem Feld wäre. Ich würde auf dem Ochsenkarren sitzen und die Bierfässer transportieren. Hat vielleicht einer der anderen Zwerge einen Helm unten in der Bastion gelassen? Den Helm? Vergessen?
Nö, das sind bei uns Zwergen meistens alte Erbstücke. Sowas vergisst man nicht. Schade, dann muss ich woanders suchen. Ja, alles klar, der kann uns also auch nicht weiterhelfen. Ja, die Landkarte wird uns doch wohl geben, oder? Herr Kellermeister, dürfte ich mir vielleicht die Landkarte dort einmal ausleihen? Was, die? Nee, mein Junge. Das ist eine Karte mit den besten Kneipen des Landes. Und diese hier ist mit drauf. Ja, schon. Ich wäre auch ganz vorsichtig. Nee. Wenn wir ehrlich sind, ist hier nicht viel los, seit der Krieg ausgebrochen ist. Und ich habe keine Chance, nochmal ausgezeichnet zu werden. Deswegen bleibt die Karte, wo sie ist. Dann müssen wir sie wohl doch klauen, so leid mir das tut für ihn. Aber wenn wir wechseln, kriegen wir das eh nicht mehr ab, kann er den Opa voll heulen. Ich habe mit meinem Großvater gesprochen. Er ist auch der Meinung, dass der Ring wichtig ist. Er will mir helfen, in die Stadt der Menschen zu kommen. Ja, natürlich will er das. Hör mal, Kleiner, nichts gegen deinen Opa. Aber meinst du nicht auch, dass er vielleicht nicht mehr alle Tassen im Schrank hat? Mein Opa ist ein großer Soldat und Erfinder. Sicher. Aber wie soll ich sagen? Er hat vielleicht eine Bruchlandung zu viel hingelegt, weißt du? Seine Fluggeräte waren meistens etwas, anfällig. Und er war auch nie ein großer Pilot. Ehrlich, Kleiner, wenn dein Opa glaubt, an der Geschichte ist was dran, dann ist das für mich ein Grund mehr, mich rauszuhalten. Opa und ich werden es allen zeigen. Ich will sie nicht weiter stören. Gute Nacht. Jo, mach's gut. Okay, fassen wir mal zusammen. Der Opa denkt, der Kellermeister ist ein feiger Trunkenbold. Und der besagte feige Trunkenbold ist der Meinung, der Opa hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Mensch, das ist bestimmt ein richtig harmonisches Zusammentreffen, wenn der Kellermeister ihn zur Rede stellt, weil Wilbur ihm die Karte geklaut hat nachher. Aber da kümmern wir uns dann wahrscheinlich in der nächsten Folge drum. Bis dahin, tschüss.